Hi, hier ist Roland für Mobile Geeks und wir sind bei Iconbit auf der Computex 2013. Das ist eine, sagen wir mal, neue Marke, die sich versucht, im unteren Preissegment breit zu machen und das auf eine durchaus beeindruckende Art und Weise, denn die Leute haben sehr, sehr attraktive Geräte am Start. Das hier ist das Iconbit NetTab XL oder so, NetTab Mercury XL, glaube ich. NetTab Mercury XL? NetTab Mercury XL. Kommt in 3 Wochen in Deutschland auf den Markt. Der US-Preis in Dollar waren, glaube ich, 289. Der deutsche Preis für das Ding ist, gute Frage, um die 250 Euro. Wahrscheinlich eher so ein bisschen in Richtung 270 würde ich tippen. Vielleicht auch 279 Euro. Aber wir wollen uns eigentlich nur mit den Specs beschäftigen. Das hier ist ein Quad-Core MediaTek MT6589, also 1,2 GHz Quad-Core ARM Cortex A7. Der hat 1 GB Arbeitsspeicher, 8 GB Flash da drin. Das ist ein 4,5 Zoll Gerät, will heißen, das ist sehr kompakt, hat aber trotzdem ein IPS-Panel mit einer 720p Auflösung, also 1280x27 auf 4,5 Zoll. Macht einen sehr zuppigen Eindruck, läuft sehr ordentlich. Wir gucken mal kurz nach der Android-Version. Das ist Android 4.2.1. Damit könnt ihr also durchaus auf dem aktuellsten Stand unterwegs sein. Was gibt es noch zu sagen? Da ist leider nur ein 1600 mAh Akku drin. Es ist aber auch angenehm dünn, das Gerät. Auf der Front sitzt eine, ich glaube, mit 1,3 oder 2 Megapixeln auflösende Frontcam. Und auf der Rückseite haben wir eine 8 Megapixel Kamera mit einem ordentlichen Blitz, die auch in der Lage sein soll, Full HD Bilder zu machen, Aufnahmen für Videos zu machen natürlich. Wir gucken mal ganz kurz rum. Da haben wir hier oben den Ein- und Ausschalter. Da den Kopfhöreranschluss, Micro-SD, Micro-USB-Port. Hier unten haben wir noch einen Lautsprecher und da den, Mikrofon natürlich. Da haben wir noch die Lautstärke-Wippe und das Besondere an dem Gerät, was es auch noch interessanter macht für den deutschen Markt, denn Iconbit verkauft über ein Büro in Mönchengladbach auch im deutschen Handel, hat, was weiß ich, 40 Modelle im Angebot und dürfte euch in der Hinsicht durchaus gefallen. Hier sind 2 SIM-Karten drin, will heißen, das ist ein Dual-SIM-Gerät mit Micro-SIMs, die könnt ihr dank dem MediaTek Quad-Core ein- und ausschalten nach Bedarf. Mit der einen gesurft werden, mit der anderen telefoniert werden, die eine Nummer sperren, beide bleiben im Standby aktiv. Dazu gibt es noch einen Micro-SD-Karten-Slot bis 64 GB und hier haben wir, wie gesagt, den 1600 mAh Akku. Ist recht dünn, natürlich komplett aus Plastik und wird, wie gesagt, oder wie man sieht, in Schwarz und in Weiß verfügbar sein. Kommt innerhalb der nächsten 3 Wochen nach Deutschland für ungefähr 260, 70, 80 Euro. Muss man sich dann überlegen, ob das der Preis attraktiv genug ist. Aber wenn man genug Geräte kauft, dann geht der natürlich runter, der Preis. Das ist Iconbit NetTab Mercury XL. Wie gesagt, ich war Roland für Mobile Geeks. Auf Wiedersehen.